herzlich willkommen hier bei mir in meinem Chaos. Ich wollte euch heute mal meinen Lieblings-Eyeshadow-Stack zeigen. Und zwar, das ist ein Ordnungssystem von IKEA. Das hat super, super wenig Geld gekostet. Und zwar sind das zwei. Das sind sogenannte so Briefeinschubfächer, die sich, wie ihr seht, total super eignen, dabei praktisch auch Lidschattensachen aufzubewahren. Und da wollte ich euch definitiv mal so meine Lieblinge zeigen. Ich habe euch ja neulich die so meine Lieblings-Lidschattenpaletten gezeigt. Ich würde euch aber gerne zeigen, die Paletten, die ich wirklich so in meiner Daily Basis benutze, die ich wirklich jeden Tag benutze, so im Wechsel mal. Natürlich, man kann nicht jeden Tag dasselbe benutzen. Und dann hoffe ich, dass ihr das Video auf jeden Fall sehr, sehr mögt. Es ist ein bisschen blöd, das Ding hinzustellen, aber ansonsten denke ich, kommen wir zurecht. Und gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und damit es nicht zu lange dauert, machen wir mal dieses Chaos weg. Und ich zeige euch jetzt mal Stück für Stück die Paletten, die mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Und in etwa auch, wo ich sie her habe. Es sind leider sehr, sehr viele Paletten. Ich kann euch eigentlich nicht alle auch in die Infobox reinschreiben. Aber die meisten Sachen bekomme ich eigentlich bei Beauty Bay, bei Douglas, Essence, kriegt ihr ja sowas bei DM und so. Aber wie gesagt, ich sag's euch in dem Video dazu. Falls ihr irgendwie noch Informationen darüber braucht, versuche ich es so weitestgehend für euch zu erklären. Also, bis gleich! So, ich fange mal hier oben an. Und zwar wäre hier einmal die South X Ultra Eyeshadow Palette, die ich von Tam Beauty gekauft habe. Ultra, ultra schöne Lidschattenpalette. Benutze ich sehr, sehr häufig. Ich habe auch so ein bisschen sortiert nach Make-up Revolution. Also das sind so die Paletten, die echt von Make-up Revolution bei mir in der Sammlung sind. Das ist zum Beispiel eine Life on the Dance Floor Palette. Und zwar in den Farben Sparkless. Das ist eine, da habe ich auch ein Tutorial zugedreht. Unfassbar geile Paletten. Diese kosten knapp 13 oder 14 Euro und sind unglaublich gut. Davon zeige ich euch ein paar. Ich habe die komplette Kollektion. Da habe ich zum Beispiel eine unfassbar schöne neutrale Palette rausgeholt. Der Grund, wieso ich jetzt mal hinter der Kamera stehe, ist, dass ich jetzt tatsächlich, heute ist der 23.12., wo ich euch das Video mache, tatsächlich wieder so erkältet bin, dass ich so aussehe. Und ich bin total erkältet. Und deswegen zeige ich euch einfach mal so Sachen, die ich einfach zu Hause habe, dann, damit ich euch auf jeden Fall nicht im Stich lasse und ihr immer noch was Schönes zum Gucken habt. Das ist eines meiner Lieblingspaletten. Das ist die Life on the Dance Floor Guestlist Palette. Und zwar eine ultimativ schöne, schöne Palette mit super geilen, warmen Tönen. Das ist auch so eine super geile Kollektion. Die könnt ihr bei Tam Beauty immer noch kaufen. Wie gesagt, da kann ich euch gerne einen Link reinmachen, tambeauty.com, das ist richtig geil. Das ist so ein bisschen so ein Dupe zu der Earth-Palette von NYX. Das ist die After-Party-Palette, die ich jetzt noch nicht so benutze, weil ehrlich gesagt, ich jetzt noch nicht so auf dem Erdton-Trip bin. Diese Paletten, wie gesagt, sind auch von der Verpackung her mega, mega schön. Die habe ich mir jetzt mal vor Weihnachten gegönnt. Wie gesagt, Make-up Revolution ist für mich dieses Jahr die krasseste Entdeckung an Lidschattenpaletten. Ich muss sagen, ich bin super zufrieden mit denen. Die Soph X Palette, das ist Sophie Does Nails, das ist eine ganz tolle YouTuberin, eine mega goldige Engländerin, die total süß auch für Make-up Revolution halt auch Werbung macht, so wie Essence TV. Und das ist die Flawless Ford Palette, die ich halt ultimativ schön finde. Also ich swatche euch die jetzt nicht so großartig durch, weil ich ganz blöd hinter der Kamera stehe und ich Angst habe, dass sie mir sonst runterfliegt. Aber die Pigmentierung von diesen Paletten, ich kann euch sagen, ich habe ausgemistet. Ich habe auch einiges Freunden geschenkt, wie gesagt, weil einfach sehr, sehr viel übrig ist. Wie gesagt, diese sind hier direkt hier oben. Und da sind zum Beispiel auch meine Lichter, meine berühmten Öhrchen, die ich ja immer zu Tutorials trage. Ich hoffe, wie gesagt, dass sie euch immer noch wahnsinnig Spaß machen. Wie gesagt, es war alles irgendwie dieses Jahr anders geplant. Ich wollte eigentlich viel, viel coolere Tutorials machen. Hallo Mäuschen. Da, schaut mal. Da, meine hübsche Prinzipessa tut schon wieder mein Video pranken. Sie hat mir die Türe aufgemacht. Aber das macht nichts. Auf jeden Fall waren wir jetzt hier im ersten Stack, jetzt gehen wir hier in den zweiten rein. So. Und hier habe ich größere Make-up Revolution Paletten. Das sind relativ neue. Und zwar ist es die Pro HD Amplified Palette. Ich
versuche sie euch so zu zeigen und jetzt mache ich sie euch auf. Das ist praktisch eine Brighter Than My Future Palette. Die ist etwas staubig, weil das ein Klavierlack ist. Und zwar ist das eine so schöne Highlighter Palette. Ihr seht auch voll, was für ein Pyjama ich anhab. Hallo! Und zwar ist das praktisch eine Highlighter Palette, eine schöne Brick Bronze Palette. Und ich wollte mir eine Amplified kaufen. Die war im Angebot für 14 Euro. Also die habe ich auch von Tam Beauty. Und zwar, ich stehe auch so ein bisschen auf große Paletten. Ihr wisst ja, ich mache hier auch diese Tutorials mit so ein bisschen mehr Farbe. Da seht ihr mich auch. Hallo! Und das ist auch so eine tolle Palette. Das ist die Innovation Amplified Palette. Das sind so ein bisschen Dupe Paletten für die Morphe Paletten. Und da seht ihr mal was, also ihr seht eigentlich so das Spektrum, was ich an Lidschattenpaletten habe, ist eigentlich immer dieselbe. Wie gesagt, ich zeige euch heute einfach mal den Stack, den ich auf meinem Schminktisch selber habe. Der ist auch super ordentlich, Leute. Also ihr könnt ja sehen, ihr könnt die auch komplett rausnehmen, wie ihr seht. Da habt ihr euch eine viel bessere Übersicht über die ganzen Sachen. Ich habe zwei Stück einfach übereinander geklebt und hier das Zwischenstück habe ich mit, wie heißt das, doppelseitigen Teppichklebeband habe ich dazwischen gepackt, oben packe ich diese zwei Stacks, also weil die sind halt schon ziemlich hoch, wenn ich es euch nochmal zeige. Es ist da schon echt viel Zeug drin, ich habe da um die 30 oder 40 Paletten untergebracht, also ich habe da richtig, richtig viele untergebracht. Und zwar habe ich hier eine von Rival de Loop Young. Ich verlose an euch nicht nur Scheiß, sag ich mal. Das ist jetzt eine, die habe ich mir sogar nachgekauft, weil ich habe meine leider zerdutscht, hey. Das hat mich richtig angekotzt. Und zwar ist das, ich versuche sie, mach's euch mal auf. Das ist die Bronze Palette. Ich muss sagen, ich mag die Rival de Loop Young Paletten sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, zu Weihnachten verschenke ich auch wieder immer wieder mal ganz gerne welche, weil wie gesagt, die auch immer wieder super im Angebot sind. Da seht ihr die. Also von der Verpackung her natürlich nicht das teuerste, aber wenn ihr die im Angebot kauft, zahlt ihr um die 2,50 und ihr süßen Mäuse, die da drunter nicht so viel Geld haben jetzt daheim, ich würde die euch echt empfehlen, die ist super, die gibt's in so vielen schönen Farben und da könnt ihr eigentlich echt so wenig falsch machen. Eine Palette, die ich gerne noch testen würde, die habe ich jetzt einfach nur gekauft, aber noch leider nicht getestet, das ist die Aquarius Air Palette von, wie heißt die Marke? My Sign, das ist praktisch auch so eine Tochterfirma von Makeup Revolution. Da fand ich gerade diese Töne so cool. Und die Pigmentierung stimmt halt auch echt total. Also, wie ihr seht, total geil. Ich hoffe, wie gesagt, dass die sich auch bewähren wird. Dieser Ton, den habe ich auch als Highlighter. Der ist auch richtig, richtig schön. Der zeigt sich auch sehr, sehr cool auf der Haut. Aber wie gesagt, das ist jetzt so eine Alltagspalette. Ob die was taugt, kann ich euch leider noch gar nicht sagen. Aber wie gesagt, ich muss sagen, ich habe dieses Jahr super viele Sachen angeschafft. Aber jetzt nicht wegen YouTube oder so, sondern ich habe dieses Jahr einfach auf meine Arbeitsstelle gewechselt und hatte dadurch durch die Dauernachtwache auch einfach etwas mehr Budget, wo ich dann im Monat sagen konnte, okay, ich kaufe mir jetzt diese und jene Paletten. Und somit hat sich das einfach über knapp 2 Jahre jetzt angesammelt. Das ist für mich ein... ja, Top- und Flop-Produkt gleichzeitig. Ich habe 2 Paletten davon und das wird auch dabei bleiben, weil die anderen sich einfach für mich für das Geld nicht lohnt. Das ist diese Fire and Earth Paletten, beziehungsweise die Elements Paletten von NYX. Da könnt ihr auch sehen, wie ich gerade aussehe. Schaut mal, total erkältet. Oh, wie findet ihr mein Handy? Ich finde das total toll. Also ich habe hier die Elements Palette in der Farbe Fire. Ich fand die super, super schön. Ich habe ein Tutorial gesehen von der Karen, von dem Kanal I Love Sarahi. Und ich liebe diese YouTuberin und da habe ich das Tutorial gesehen und habe gesagt, ich will auch. Das ist die Earth Palette und wie ich euch schon vorher gesagt habe, das ist ja von der eines der Paletten oben. Also ich finde die Palette unnormal schön, also allein dieser Ton lohnt sich für die ganze Palette. Ich habe schon unfassbar viele private Looks damit geschminkt. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas davon mal näher sehen wollt, mache ich euch gerne eine Review. Das dauert aber alles so ein bisschen, weil ich einfach unnormal viel schlafe am Tag gerade, weil ich einfach so beschissen krank bin. Dann habe ich hier eine Value Makers Palette. Ich mache mal so auf. Huch, da ist mir jetzt auch so ein Pen rausgeflogen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal angeklebt. Aber das macht nichts, das ist okay. Das ist die Valiant Makers Palette in den lila Tönen. Da habe ich auch schon mal einen Look gehabt zu. Ich finde die super schön. Ihr seht ja, ich habe da einen kleinen Klebefleck drin. Die Palette kam etwas beschadet an, weshalb Amazon mir das gesamte Geld erstattet hat. Also seid auch nicht ashamed darauf, irgendwie zu sagen, hey, Amazon, das ist jetzt nicht gut angekommen oder so. Also ihr kriegt sogar, wenn ihr Glück habt, euer gesamtes Geld wieder.
Das ist für mich ab absolut die Entdeckung des Jahres. Das war die Value Makers Palette von der die Jaclyn Hill Pet Paletten Ding Dupe praktisch. Und ich finde die so, so schön. Ich verlinke euch gerne auch oben in der Infobox, beziehungsweise in der Infocard ein Video, wo ich die euch vorgestellt habe. Da könnt ihr auch dann die Links finden und so. Eine Palette, die ich auch endlich auch mit dem tollen Handy jetzt endlich zeigen kann, weil ich habe mir das Samsung Galaxy, eine Samsung Note 8 gekauft und muss sagen, dass ich finde, die Qualität sich sehr verbessert hat von meinen Videos und ich deswegen auch keine Digitalkamera erstmal brauche. Das ist auch eine Value Makers Palette, die hatte ich, das ist die Glitter und Eyeshadow Palette und zu der kann ich eigentlich fast nur Gutes sagen, weil das sind so gepresste Glitzer drin, ja. Die kann man super benutzen. Ich bin allerdings sehr, sehr vorsichtig damit, weil, wie gesagt, eye safe und bla bla, bin ich ein bisschen vorsichtig damit. Aber die ganzen oben, die Schatten, die Lidschatten lassen sich unnormal geil verblenden. Also die kann ich echt nur empfehlen. Die kommt auch in einer sehr, sehr schönen Verpackung. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Da seht ihr das, so, so leichte Blümchenoptik. Richtig, richtig cool. Und die Palette hatte ich mal von einer ganz, ganz lieben Freundin von mir gekriegt, die Nadja, mit der ich auch diese High-End-Tauschpakete hatte, beziehungsweise das ist die Anastasia Cream Contour Palette in der Farbe Fair. Das sind sehr aschige Töne. Ich arbeite eigentlich meistens nur mit diesen beiden. Und hier, das ist dann Hardcore. Der Rest, das sind so Cream Highlighter und Concealer-Töne, nehme ich eigentlich nur zum Cut-Creasen. Aber ich glaube, in diesem Leben werde ich die nicht aufbrechen. Ich gehe jetzt mal ein Stück runter mit euch. Dieses Stück ist praktisch ein Zwischenboden, ja, und da gibt es halt so die kleineren Paletten. Und zwar, ich hatte mal von früher, ja, hatte ich noch eine Steckpalette von Kiko, wo unnormal geil ist. Die hat mir super gefallen. Und dann habe ich noch zwei Colourpop-Paletten von der Kollaboration mit dieser ganz tollen, hier, so schreibt man diese YouTuberin, wenn euch das interessiert, schaut gerne mal vorbei. Das ist eine ganz, ganz tolle Palette. Die heißt, glaube ich, Chiki, genau. Von Colourpop. Das sind praktisch so herausnehmbare Fännchen. Also die kann man rausnehmen, wenn man nicht gerade zu blöd ist. Ja, schaut mal. Die sind magnetisch angeordnet und die gab es dann in diesem Bundle-Pack schon zusammen. Und ich fand die unnormal schön. Ich habe die damals bei Colourpop bestellt. Das ist aber jetzt bestimmt schon ein paar Monate her. Und benutze sie auch recht häufig, muss ich sagen. Und das ist die Palette Saucy. Ein super geiler Purple Traum. Die ist auch wirklich immer so logisch angeordnet mit einer Crease-Farbe, mit einer Verdunklungsfarbe und zwei optionalen metallischen Farben, praktisch, wo ihr praktisch so ein Halo-Eye zaubern könnt und so. Also, ich finde sie sehr, sehr cool. Ich habe hier noch zwei Lip-Lingeries, beziehungsweise, also das ist zum Beispiel eine Palette. Wenn ihr wirklich irgendwie noch keiner, noch nicht wirklich so krass viele Lidschattenpaletten habt, würde ich euch diese empfehlen, die Lid Lingerie. Unnormal geile Palette. Also, das ist so eine Palette, wenn ich halt voll nicht weiß, wo ich die ganzen Transition Shades herkriegen soll, packe ich mir einfach die, mach dann eins, zwei, drei oder hier oder dort, je nachdem, oder die beiden, je nachdem, und fange dann an, nur noch mit Glitzer zu arbeiten und danach bin ich eigentlich schon ready to go. Dann habe ich hier die Cosmic Metals in der Kombination mit dieser Lid Lingerie, finde ich die auch sehr geil. Da habt ihr zum Beispiel komplett metallische Töne. Die kosten, glaube ich, um die 8 Euro und könnt ihr ab aktuell jetzt auch ganz normal beim Douglas und beim DM kaufen. Hier habe ich eine My Must-Haves Palette und zwar habe ich so zwei. Schade eigentlich, dass ich die damals nicht mehr da mitgenommen habe. Das war nämlich so eine LE-Verpackung vom Jubiläum. Ich glaube 20 oder 25 Jahre. Da habe ich damals diese Palette mitgenommen. Sehr, sehr geile Paletten, kann ich euch sagen. Ich hoffe, dass Essence sich traut, noch ein paar krassere Farben rauszubringen. Also richtig so die Trendfarben. Rot, Gelb, Türkis, Blau. Und da sind auch noch zwei, das ist aus der Geburtstags-LE und zwar habe ich mir deswegen die Krankenfarben mitgenommen, weil die habe ich dieses Jahr echt, echt super gerne genommen. Die habe ich euch mal in einem Haul vorgestellt und zwar ist es diese Catrice-Palette. Und zwar ist es eine Palette, die ihr praktisch so wie die Must-Haves-Palette so selbst stecken könnt und das ist halt super, super geil. Das da hatte ich euch ja schon mal erklärt, also ich hatte das schon mal erwähnt. Diese Palette ist unnormal geil pigmentiert, das seht ihr auch, ja. Das Problem, was ich mit diesen Paletten halt habe, ist, schaut mal, wie geil der ist.
dass die Lidschatten unfassbar krümelig sind. Da muss ich mir noch ein Bild drüber machen, ob ich das toll finde, weil das kann euch echt einen krassen Look versauen, sag ich euch. Weil das ist halt echt schwierig, wenn ihr halt da nicht so ganz sicher seid, ob das das für euch ist, ja. Dann habe ich hier noch, wie gesagt, darunter ist noch eine gesteckte Palette von Colourpop, da sind nur Transition Shades drin. Dann habe ich hier noch eine ganz süße Palette eigentlich von Kiko. Ultra pigmentiert, meine beste Freundin und ich haben die damals gekauft für 3,45 €. Das werde ich nie vergessen. Was ich gar nicht mag an Lidschattenpaletten ist, wenn da keine klare Trennung ist, weil ihr immer von dem einen Ton in den anderen was reinwerft. Und eventuell zum Beispiel ja, das ein matter Ton ist, ohne Glitzer und ihr praktisch plötzlich Glitzer da habt. Das ist bei der hier schon ein bisschen besser, weil die so ein bisschen getrennter sind und die praktisch besser angeordnet sind, weil die nur matt sind, ja. Dann gehen wir noch mal ein Stück tiefer. Wir gehen immer tiefer, Leute. Ich muss jetzt auch gucken, dass ich hier nicht umkippe. Wie ihr da lest, das sind alles Blush-Paletten. Also ich habe auch separat praktisch eine Anordnung für meine Blush-Paletten. Die zeige ich euch natürlich auch sehr gerne. Und zwar, ich liebe die BH Cosmetics Blush-Paletten. Also das ist jetzt die Farbe Nude Blush. Das ist auch schon die neuere Verpackung. Ich habe auch noch die älteren. Das sind Paletten, Leute. Die kosten aktuell 10,99 €. Ich will jetzt auch auf der Glow schauen, jetzt im März. Diese zum Beispiel, die benutze ich komplett als Lidschatten, weil ich muss euch sagen, so ein Blush benutze ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber diese ganzen da, kommt drauf an. Also jetzt, ich weiß jetzt nicht, also den terrakottafarbenen Ton und diesen hier mag ich lieber. Diese beiden habe ich jetzt eigentlich im Sommer jetzt komplett als rote Lidschatten benutzt, weil ich einfach keine roten Lidschatten hatte. Das hat sich ja mittlerweile schon verändert, das wisst ihr ja dank meiner Heulsuchterei. Das ist dann die, also das, Moment, das ist die Farbe, das sind die Glamorous Blush und das sind die Professional Blush. Und da ist eigentlich, da sind auch Konturiertöne, Settöne dabei. Allerdings weiß ich nicht, hier wären zum Herrgottsnamen dem irgendwie passen könnte. Also den finde ich ganz cool als Lidschatten. Die sind auch echt super pigmentiert als Lidschatten, kann man echt nicht sagen. Also ihr könnt die ausbuffen, aber so an sich haben die einen geilen Sheen. Ultra verblendbar, Leute. Also ihr habt noch nicht so was Geiles gesehen. Ich habe aber von Makeup Revolution, die sind auch schon echt, guckt mal an, wie das aussieht, ey. Ich habe die jetzt alle erst ganz frisch geputzt und habe die jetzt am Wochenende letzte Woche alle frisch gemacht. Aber schaut mal von der ständigen Anpackerei. Das ist die All About Bronze. Das ist eine Palette, also jeder Palette kommt, wie ihr da oben sehen. Ich werde euch aber jetzt nicht blenden mit einem Riesenspiegel. Das ist zum Beispiel eine ganz, ganz tolle, auch Bronze-Palette für sehr, sehr helle Hauttöne. Das sind praktisch immer sechs Töne und zwei Highlighter. Unnormal schön. Ich benutze sie aber eher als Konturier- und Aufwärmton für mein Gesicht. Wie ihr seht, schaut mal, der Boden hier, der ist super geil, weil der besteht nämlich aus Kork. Das heißt, wenn eure Paletten da drauf liegen, sind die auch nicht so am Rutschen. Das ist auch wieder eine All About Cream. Und Leute, die finde ich richtig geil. Ich habe schon die etliche Male benutzt, außer natürlich wieder mal diese komischen Töne. Zumal ich die schon mal ausgenutzt habe, um einen Cut Crease zu ziehen. Und zwar in Farbe, um praktisch zum Beispiel rotes Pigment besser dadurch fort um Vorschein zu bringen. Weil ich finde immer das ganz schwierig, wenn ihr so einen hellen Concealer benutzt, dann müsst ihr so viel Pigment benutzen. Und das fand ich jetzt bei dieser Palette eigentlich ganz cool. Also die ist sehr, sehr gut verblendbar. Ich habe die jetzt, wie gesagt, auch wieder aus meiner Schublade rausgeholt. Das ist die Hot Spice. Die könnt ihr auch, ich glaube, die meisten sind auch bei Rossmann zu erhalten. Das ist praktisch eine ganz, ganz, ganz schlichte aprikosefarbene Palette. Ihr habt auch immer zwei Highlighter. Die Highlighter, Leute, sind blinding. Die sind der Oberknaller. Und dann habe ich noch eine Ultra Blush Palette in Sugar and Spice. Und da geht es dann schon eher in so meine Richtung, wo ich sage, okay, das ist jetzt so für Winter geil, wenn ich sonst echt keine große Action im Gesicht habe. Dass ich praktisch. So. Dann gehen wir in die nächste Schublade. Das sind die Paletten, die ich ehrlich gesagt als etwas teurer empfinde, weil ich will die so ein bisschen geordneter haben, beziehungsweise die so dieselbe Form haben, ja. Also diese Paletten kennt ihr ja. Also das ist ja die
Von mir eigentlich heiß geliebte Miss Bella Palette. Das hat auch echt nichts damit zu tun, weil sie eine YouTuberin ist oder so. Auf so einen Scheiß gebe ich echt gar nichts. Sondern es ist wirklich eine tolle Palette. Mir gefällt auch dieser Curryton wahnsinnig gut in Kombination mit den anderen. Die Highlighter sind sehr schön. Den hab ich, glaube ich, geswatcht und nie benutzt. Ich finde das eine sehr solide Palette, die man auch sehr, sehr gut verschenken kann. Wie gesagt, wer Miss Bella nicht mag, und ihr wisst eigentlich mittlerweile, dass ich eigentlich deutsche YouTuber gar nicht gucke. Ist ganz komisch eigentlich. Ich sag ja, ich will gucken, dass im Januar so langsam, langsam. Ich ja auch etwas englischsprachigere Tutorials. Ich hoffe, es gelingt mir. Drückt mir die Daumen. Dann habe ich hier einmal die Caramel Melange Sueva Palette. Sueva, eine mega geile Marke. Also die haben jetzt keinen Spiegel, aber mich stört das jetzt eigentlich nicht. Das ist die Caramel Melange Palette. Die kosten um die 22 Euro. Mein Geheimtipp, kauft sie einfach, wenn bei Douglas ein Angebot ist. Das ist die Offline Palette. Die habe ich aber recht neu, Leute. Also nicht wundern, dass da nicht schon rumgekritzelt drin ist. Die ist halt auch sehr, sehr fun, muss ich sagen. Also da ist nicht so. Die finde ich super geil von der Verpackung. Das ist die Sueva Aristo Paquete, Palette, nicht Plakete. Das ist so eine. Ich weiß, sie erinnert mich, wenn ich so ganz nah einmal drauf gucke an die Subculture, aber jetzt einfach nur von diesen Tönen, das ist so ein bisschen wie Electric und diese Töne. Es gibt halt so ein bisschen so Similaritäten, wo man eigentlich nicht abstreiten kann. Aber wie gesagt, ich habe selber keine Anastasia Beverly Hills Palette. Ich brauche auch keine, weil ich so viele Dupe-Paletten beziehungsweise besitze, dass ich mich, glaube ich, von hier bis in 10 Nachleben noch super durchschminken kann. Also die finde ich super, super schön. Und wie gesagt, diese Verpackung finde ich halt irre. Also einfach nur geil. Dann habe ich noch die Opulence Palette, was für mich die schönste Palette ist, die ich besitze. Und zwar ist das so ein richtiges geiles Vintage-Look. Die habe ich schon ein paar Mal benutzt. Die habe ich jetzt auch schon feucht benutzt. Super, super schöne Palette. Ist halt etwas kühler. Manchmal sind die Anordnungen von Sueva Pens nicht so ganz so logisch. Das ist ein richtiger Classic. Das ist die Kakao Blend von Sueva. Und das ist eine ultimativ schöne Palette. Da könnt ihr halt, wenn ihr hier einmal durchschminkt, den hier und den hier, habt ihr eigentlich einen super Alltagslook. Und ich könnte praktisch den ganzen Kram auch noch ein bisschen kälter tonen. Ich finde sie super, super schön. Also, ich muss sagen, von allen Produkten, die ich besitze, am meisten Excitement machen meine Lidschattenpaletten. Ich habe, wie gesagt, wirklich Stück für Stück. Ich zeige es euch wirklich nicht, um euch zu ärgern. Das wisst ihr, dass ich das eigentlich echt nicht nötig habe und euch das auch, ihr das auch nicht braucht. Weil, wie gesagt, diese Sammlung hat sich angesammelt über wirklich locker 2,5 bis 3 Jahre. Letztes Jahr habe ich einfach aufgrund, dass ich selber mehr YouTube geguckt habe, mir halt Sachen schneller gekauft, aber hatte mir immer Geld zur Seite gelegt. Das ist die Sweet Peach Palette. Ja, kann man haben, muss man nicht. Also im Nachhinein hätte ich sie jetzt nicht brauchen. Für mich gibt sie halt nicht viel, weil mittlerweile ich halt ein bisschen auf Boboom stehe. Das ist eine tolle Palette. Das ist die Naked Heat Palette. Ich finde sie auch ein bisschen overpriced. Aber das liegt einfach daran, glaube ich, dass ich so viele Vergleichsmöglichkeiten habe von anderen Marken. Das hasse ich ja wie die Pest. Das seht ihr ja hier. Ich bin nur mal kurz mit dem angefeuchteten Pinsel rein und dann kriegt ihr gleich so eine Kruste drauf. Das hasse ich ja wie die Pest. Aber naja, ansonsten bin ich mit denen eigentlich super zufrieden. Hier ist eine Kontopalette, die ich immer zur Seite habe. Und zwar ist das die beste Kontopalette. Also ich habe die NYX-Palette selber nie gewollt, weil ehrlich gesagt 20 Euro für so eine Kontopalette, nein. Ich habe ja, wie gesagt, meine Matte Bronzer und so von NYX, aber ich benutze den auch total gerne. Also die 3 Töne hier in der Mitte benutze ich ultra gerne. Der ist sehr halt super aschig. Ich weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll. Den benutze ich höchstens um meinen Augenmundwinkel und ganz krass, um richtig starke Kontur zu ziehen, aber eher weniger. Und da oben, die Puder benutze ich eigentlich nicht. Dafür habe ich separate Produkte. Da habe ich noch eine kleine süße Morphe-Palette, die ich mittlerweile super oft benutze. Wie ihr schon seht, ich liebe diesen Ton. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Mein Gott, die Kamera ist toll. Das ist so ein Ton. Sehr buttrig. Ich kann auch nicht so richtig streichen damit. Ich gucke mal, ob ich es euch zeigen kann. Das ist so ein richtig toller, reflektierender Lachston, den ich sehr, 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 sehr schön finde. Weil wenn ich echt keine Ahnung habe, was ich sonst schminken komme, kommt das ganze Zeug aufs ganze Lid und fertig. Diese Jaclyn Hill Palette ist wunderschön. Also das ist wirklich eine Palette, ihr süßen Schätze, wenn ihr irgendwie ein paar Euro übrig habt.
und wirklich keine Ahnung habt, in welche Richtung euer Make-up jemals gehen soll, tut mir den Gefallen und macht nicht euren Nagel in den Pan Shop, was ihr jetzt gerade gemacht habt, sondern kauft euch einfach eine Palette, wo ihr sehr viel Variety habt, wo ihr praktisch sehen könnt, wow, die Qualität stimmt einfach. Und bei der Palette, also ich kann krasse Töne schminken, ich kann super schöne und weiche Looks damit schminken. Ich finde die unnormal schön. Also die ist wirklich wow. Eine ganz, ganz neues Baby von mir. Meine Stimme wird schon immer weniger, meine Nase läuft, das merkt ihr ja schon. Das ist die Morphe 3502 Palette. Ein neues Packaging. Ich habe keine andere Morphe-Palette, da wird auch jetzt keine andere mehr ins Haus kommen. Von den alten juckt mich keins. Das ist ein absoluter Traum. Ich habe liebe diese Reihe, die ist so krass benutzt. Die anderen bin ich sehr sparsam, da seht ihr ja schon. Also ich habe ja leider auch nur ein Gesicht. Also eigentlich müsste jemand so wie ich Two-Faced heißen und wirklich zwei Seiten, drei, vier, fünf Köpfe haben, damit ich mich wirklich komplett mal voll schminken kann. Das ist eine wirklich tolle Palette. Also die ist genauso wie die Jaclyn Hill Palette wirklich eine von diesen Recommendation, die ich euch geben kann, wo ich sagen kann, Leute, kauft sie, wenn ihr da Bock auf Farbe habt. Und hier könnt ihr auch so, also selbst, also für Zuschauer, die einfach schon 40, 50 Jahre alt sind, ihr Lieben, kauft euch auch so eine Palette. Why not? Ich meine, warum soll eure Enkelin oder eure Tochter nur sowas besitzen? Ich finde, eine ältere Dame kann auch sehr, sehr schön, schön sein. Ich habe eine ganz, ganz enge Freundin, die schaut meine Videos auch super gerne. Und die zum Beispiel kauft sich mittlerweile die ganzen LEs nach. Ich finde es zauberhaft, wenn wir dann Sushi essen gehen. Kommt die Susanne halt immer und sagt, oh, das habe ich gekauft, das habe ich gekauft. Das ist die Mint Chocolate Palette von Make-up Revolution. Super benutzt. Also die Dinger haben schon bald Löcher. Eine mega Palette. Ich versuche euch mal einen Haul rauszusuchen, wo ich die euch vorstelle. Die Palette ist der Hammer. Also ich habe, wie gesagt, die Subculture nicht. Ich wollte nur die Farben haben, habe aber anschließend gemerkt, dass es wohl ein krasser Dupe dazu sein soll. Wunder, wunderschöne Palette. Dann habe ich noch die Rose Gold. Also das ist Rose Gold. Die gibt es mittlerweile beide bei Cosmetic for Less. Also nur damit ihr es leichter habt. Das ist eine Dupe-Palette zur Huda Beauty Rose Gold-Palette. Und da seht ihr ja, das ist ein ganz, ganz krass einzelnes Pigment, was nur so gepresst ist. Ich kann es versuchen, mal euch zu zeigen. Das ist ganz grob, das ist kein Lidschatten, Leute. Das ist irgendwie was anderes. Das ist so, wie nennt man das? Seht ihr das? Das ist ganz grobes Zeug. Das ist eine Art Lidschatten, den ihr aber mit einem Primer aufpacken müsst. Ganz cool sieht das aus. Super schöne Palette. Also ich habe. Die Paletten kosten so zwischen 10 und 11 €. Ich muss sagen, von mir werden ganz arg viele beschenkt. Und ich hoffe, ihr freut euch auf meine 500 Abonnenten Verlosung. Wenn ich 500 erreicht habe, wird es für euch Chocolate Bars regnen, weil ich diese so schön finde. Es gibt für mich absolut keine Paletten, die ich euch mehr ans Herz legen könnte für einen guten Preis. Also, das könntet ihr erwarten bei der 500 Abonnentenverlosung, weil ich definitiv euch, ich werde euch nie irgendwas schenken, was 1 Million € kostet, aber ich werde euch die Sachen schenken, die ich von Herzen euch immer wieder weiterempfehlen würde und als Freundinnen ich euch auch schenken würde. Das ist eine ganz, ganz süße Palette und zwar ist das eine Peach and Glow. Es gibt tatsächlich von Too Faced eine, die heißt tatsächlich ähnlich. Ich muss sagen, Leute, schaut mal bitte, wie geil das ist. Das ist ein Peach Blusher. Also, das ist praktisch so ein Ton, den ihr praktisch über eure Blush drüber machen könnt. Und ein geiler peachfarbener, aprikotfarbener Highlighter. Super geil. Diese Paletten, oh Gott, ich könnte meinen Mann nicht mehr dafür lieben. Das sind die Juvia's Place Paletten. Hier könnt ihr sie nochmal in voller Pracht sehen. Das ist die Magic Palette. Unnormal schön. Ich habe schon so viele Looks, also ich mache das mittlerweile auch immer so, dass ich, weil ich halt immer nicht ganz weiß, wie so Looks rauskommt, ich möchte mich jetzt auch nicht hinsetzen, eine halbe Stunde filmen und dann sieht der Look shit aus. Muss sogar weghalten, die ist riesig, ich muss sie auch echt weit weghalten. Ich probiere auch immer wieder was aus und dann fotografiere ich meinen Look ab, damit ich so ein bisschen so eine Art Vorlage habe. Und dann filme ich euch den ab. The Masquerade by Juvia's, wie gesagt. Geil, also die schreit nach Karneval, aber ich muss sagen, ich habe damit auch so normale Looks geschminkt. Echt geil. Also viele YouTuber finden die unnormal schön. Es gibt auch manche, die sagen, das ist viel zu übertrieben, der Hype.
Aber ich muss sagen, das ist zum Beispiel eine Palette, die ich total geil finde. Also diese Farbe hier, oh mein Gott, also hey, habt ihr schon so krasse Pigmente gesehen? Habt ihr schon so krasse Lidschatten gesehen? Ich nicht. Also ich finde die unnormal schön. Und oh, ich hasse erkältet sein, selbst das ist anstrengend. Aber ich freue mich, dass wenn ihr euch hier hinsetzt und euch die Lidschattenpaletten anguckt, dass ihr auch daran Freude habt. Und deswegen mache ich euch heute alternativ andere Videos. Hier unten kommen Paletten. Und zwar, die ich jetzt etwas in Griffweite brauche, beziehungsweise die ich jetzt nicht so häufig benutze. Die zeige ich euch dann real quick und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Das ist die Fall in Love Palette, All You Need Palette. Die hatte ich ja schon, habe ich ja brutal oft, habe ich ja auch verlost gehabt. Die benutze ich immer, um meine Cut Crease zu machen und zwar damit es mir aufgebraucht ist. Das ist auch eine coole Palette und die benutze ich auch recht gerne. Das ist die W7 Delicious Natural and Berry. Und das ist mein Hardcore Dupe zur Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette. Aber. Also ich glaube nicht, dass man die vergleichbar machen kann. Aber das ist auch eine tolle Variation. Die kann man bei Cosmetic for Less kaufen. Super schöne Palette. Das ist die Nude Rose Highlight Palette von BH Cosmetics. Die ist in so einem, wie heißt das, in so einem Blechkarton. Das ist eine so krasse Highlighter Palette, Leute. Ich nehme mal den Ton, den ich immer nehme, ja. Also, das ist so krass, die Highlighter. Also ich muss sagen, BH Cosmetics hat geile Lidschattenqualität, auch ganz, ganz, ganz tolle Concealer, die ich auch super gerne benutze, weil die so krass Full Coverage sind. Dann habe ich noch eine Palette, die ich jetzt auch gar nicht so oft benutzt habe, wobei ich eigentlich denke, warum? Das ist auch so ein toller, wie bei der Peach and Glow, bei dieser kleinen Palette da unten. Das ist eine ganz, ganz variable Highlighter-Palette, die ich auch euch als Geschenk total empfehlen würde, die ich jetzt auch zwar schon mal verlosen würde oder so. Alles, wie gesagt, was ich euch vorstelle, sind halt Sachen, die ich jetzt nicht allzu teuer empfinde, weil die Sweet Peach und die Urban Decay, die wollte ich jetzt als private Sammlerin haben und weil die Lidschattenpalette, also ich schaue mir die wirklich die Reviews ganz genau an und die da, wie gesagt, von Makeup Revolution, diese Palette gibt's, glaube ich, ich kann sogar sein, dass es die sogar im Laden gibt. Im Rossmann mittlerweile, weil da ist ja echt jeder so unterschiedlich. Das ist noch die passende Sove X Highlighter Palette und zwar ohne Spiegel, aber so schön. Gerade die erste Reihe für Leute, wenn ihr ganz, ganz helle Haut habt, mega schön. Leider habe ich mich voll angenervt. Schaut mal hier, ich habe hier schon so einen gebrochenen Rand gehabt damals. Ha, das fand ich nicht so prickelnd, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das fand ich so nervig. Aber naja, ich schreibe jetzt mal hier oben noch was hin. Und hier habe ich das letzte Produkt. Das ist eine Ultra-Contour-Palette, die ich euch auch sehr ans Herz legen kann. Und zwar ist es eine Contour-Palette von Makeup Revolution. Die könnt ihr auch im Rossmann kaufen. Super, super schön. Gefällt mir mega, mega gut. Und ich muss euch ehrlich sagen, ultimativ schön. Also, da habt ihr sogar ganz tolle Highlighter-Töne dabei. Ich swatche die euch gern mal, weil das glaubt mir keiner, wie krass die sind. Also, da sind zwei verschiedene dabei. So. Also. Das ist krass. Also, das ist Glanz. Das ist nicht pulverig oder so. Also, das ist, wie gesagt, eine Palette, die mit der BH Cosmetics ich so ein bisschen zum Gesicht aufbauen verwende. So, das war's. Das große Chaos, ja. Ich habe noch, wie gesagt, ein Video vor, wo ich euch komplett mal Makeup Revolution Paletten zeige, die ich jetzt einfach auch mir angesammelt habe. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Lasst mir bitte einen Daumen da. Und ich habe jetzt eigentlich schon vor, packe ich jetzt mit der Lidschattenpalettensammlung auf meinem Tisch zu beginnen. Dann gehe ich weiter mit zu Foundations und zu anderen Dingen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass euch die Weihnachtszeit sehr gut bekommen ist. Ich hoffe es doch sehr. Da drüben war ein rotes Lippenstift-Video geplant. Leider werde ich es euch erst nach Weihnachten abdrehen können, weil ich wirklich absolut nicht vorzeigbar bin. Ihr habt es vorher kurz gesehen. Ich bin schon wieder derart erkältet. Das ist ganz übel und ich bin froh. Also da drüben liegen ganz arg viele rote Lippenstifte, die ich euch mal vorstellen wollte, die ich besitze. Weil ich finde, Rot ist eine ganz, ganz tolle Farbe und universell. Und wie gesagt, ich hoffe, das schreckt euch nicht so ab. Also diesen Spruch von wegen, ja, ich bin YouTuber und deswegen hat man so viele Paletten, das trifft überhaupt nicht zu. Ich bin selber Intensivkrankenschwester. Ich bin was ganz anderes vom Beruf. Das, was ich mit euch hier betreibe, ist vollkommen Hobby.
nicht gesponsert, überhaupt nicht unterstützt. Natürlich freue ich mich, wenn mal in Zukunft in 4, 5 Jahren oder so der Kanal eine gewisse Größe bekommt, was ich immer, immer hoffe, dass ich praktisch mal Sachen zum Testen bekomme, aber das ist überhaupt nicht nötig. Ich kaufe meine Sachen auch selber. Das werde ich heute, morgen und in 100 Jahren auch selber machen. Und ich hoffe, dafür mögt ihr mich immer noch und lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da und auf Wiedersehen, ihr Süßen.